Und da sind wir auch wieder direkt bei Fallout 4. Und ich hoffe, dass Preston jetzt hier bald mal wieder quatschen tut von wegen hier, wie sollen die restlichen Nester noch, weil er das ja vorhin gesagt hat, oder ist das jetzt noch aktiviert? Aber ich sehe hier nichts. Jetzt schlüpfen sie gleich wieder. Achtung! Danke, Mann. Hab sie gefunden. Ganz ruhig bleiben. Ey, die sollen sich mit ihren scheiß Handgranaten hier verpissen immer. Der kann doch da nicht einfach irgendwas hinwerfen, während wir da auch noch stehen. Ist der nicht ganz dicht, oder wird? Ach, kick mal, das haben wir nämlich vorhin auch gefunden, ne? In der vorletzten Folge, glaube ich. Oder so. Weiß ich gar nicht mehr. Falls wir mal abhängig wären. Auch nicht schlecht. Gut, nehmen wir ein Blutpaket. Dann hat er wenigstens gleich gespeichert. Und wir können uns um den Scheiß hier wieder kümmern. Hier kam auch noch gleich so ein Berserker. Alter, wie er uns denn immer seinen Schädel hinhält, ne? Als Schutz. Der Pisser. Ey, die begreifen das einfach nicht, ne? Hey. Ja, Lockfleisch, gib her. Was? Nein, ich wollte doch. Dog mit gar nicht. Irgendwie so ein Globus. Nach all den Jahren. Ja, nach all den Jahren. Dann nehmen wir wieder das Zeug mit. Meine Güte, ey, ich werd das auch nie los. Ich hab immer noch meinen Rotz und Husten ständig und oh, hört auf. Hört auf. Ich lach genau, hier war noch Brennstoff. Dann gehen wir nachher lang. Halt. Meilackfleisch. Hier war. Oh, hier ist auch noch ein Third Aid. First Aid. Hier lag noch irgendwo eine Rakete. Genau da. Fusionszellen und hast du nicht gesehen? Das war irgendwo nach oben was, ne? Hier ist noch ein Nest. Ey, das. Mann, ihr blühen Viecher. Alter, ich raste gleich aus, ganz ehrlich. Sind die behindert oder was? Was ist nun los? Oh, jetzt ist das Vieh schon da. Alter. Das ist doch ein Biest. Doch immer so ein olle Zeug, ne? Guck mir das Spektakel erstmal hier an. Oh. Ist der jetzt tot? Ich hoffe nicht. Aber ich glaube, die können gar nicht sterben, ne? Also Preston auf jeden Fall nicht, ne? Glaube ich nicht. Jetzt kommt er zu uns. Oh nein. Scheiße. Was? Was? Wie war das noch mit dem... Mir ist das ja sogar lieber, wenn uns so eine Viecher angreifen. Jetzt könnte ich wieder das Kotzen kriegen.
Mir kotzt hat auch gerade echt total an, dass er uns hier nicht mehr Bescheid sagt, was wir machen sollen. Der Idiot. Ja, komm hoch. Jetzt schlägt mir der Fuß hin. Machen wir ja auch nicht. Schrott. Brennstoff. Gib mir mal lieber hier eine vernünftige Knarre, den ollen Flammenwerfer oder was. Oder die, ja. Die habe ich ja, glaube ich, sogar auch, ne? Bloß nicht bei. Ist ja immer so. Ich habe ja nie was vernünftiges bei. Bin ich bekannt für. Manchmal ist mir denn auch schon mal, das fiel mir auch schon mal auf, wenn man jetzt, sag mal, wenn, so wie wir jetzt oder wie ich jetzt, ständig abkratzen tun, ne, dann sind am selben, also an demselben Platz, wo man jetzt irgendwas gefunden hat, sei jetzt eine Rakete, ne, sagen wir mal, ne, wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben jetzt eine Rakete gefunden. Und wenn man denn stirbt und an demselben Platz dann wieder hingeht, dann ist da manchmal gar nicht mehr die Rakete da oder halt irgendwas anderes. Das kommt jetzt von da, das Biest, ne? Verdammt, scheint als würden sie brüten. Wir müssen uns die Eier holen, sonst sind sie schneller zurück, als wir gucken können. Meyerlurks verkriechen sich gerne in alten Gebäuden. Die Wände sind also vermutlich voll davon. Sieht so aus. Also, wir machen das... Wir kriegen das hin. Ganz ruhig. Jetzt hat er davon wieder geredet, da wir die Eier kaputt machen. So, ey, weil wir dürfen uns einfach nicht treffen lassen von dem Vieh. Das zieht uns so viel ab. Alter. Na, das ist ja die blanke Säure. Das hört doch gar nicht auf. Ich sterbe jetzt wieder. Das sag ich euch jetzt schon. Das gibt's ja gar nicht, wa? Nee, wir haben Glück. Jetzt aber weg hier. Wo ist denn der Haufen jetzt? Irgendwo da. Da kommt er. Stehen geblieben. Was ist denn das hier? Eine Kanone? Oh ne, ist noch ein Nest. Noch ein Nest. Nein, da kommt er nicht hoch. Scheiße. Ich muss hier erstmal weg. Jetzt ist das Vieh irgendwo da hinten. Da. Da ist er. Lass uns das Vieh doch lieber von Weitem angreifen. Oh, ist ja auch noch ein Nest. Ich weiß gar nicht, wo wir die da... Was haben wir hier jetzt noch? Ah, da haben wir wieder ein bisschen Munition gekriegt. Wir doch nie tot, oder was? Das steckt ja so viel in, das Biest. Jetzt spuckt er gleich wieder Scheiße. Ich muss weg hier. Los, runter hier. Scheiße, die Knarre ist auch gleich leer. Was sagt denn die Minigun? Leer, natürlich. Natürlich ist sie leer. Dann müssen wir die nehmen.
Alter, ich habe nicht ein Vieh getroffen. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Er spuckt schon wieder. Wo ist er? 13 Meter. Steht ja genau hier vorne, ne? Na klar, da musst du ihn hin. Wir kriegen das Vieh aber. Jetzt kommen hier wieder kleine, glaube ich, ne? Gleich zu uns. Jo. Wir packen das. Genau, das hat er wieder mit den anderen zu tun. Kurz. Da guckt euch das mal an, was uns das abzieht. Kurz getroffen bloß. Kommt doch her, ihr kleinen Pisser. Oh, hier. Der hat noch gezappelt eben. Da immer noch. Ja, ich würde ja gerne. Ich bin. Scheiße. Alter, da habe ich aber irgendwie Glück gehabt. Das ist auch Säure wie Sau, wa? Mein lieber Mann. Pass auf, ich hau mir jetzt nochmal. Ein bisschen was zur Heilung drin hier. Ich ganz gerne mitnehmen nach Haus. Was? Ja, komm. Wir rennen damit. Und dann. Was soll's? Wir probieren jetzt einfach mal den Raketenwerfer aus. Waffen. Nicht mehr das Ding. 6 Raketen haben wir. Nein! Mann, lauf! Oh, jetzt kommen die kleinen Pissviecher hier schon wieder an die Schissen. Was hat Kack da hinten? Ist er. Nein, nein! Mann, oh, du sollst laufen. Jetzt kann er nicht mehr laufen. Scheiße, ich muss nach unten. Nein! Huiuiui. Ach, da. Nein! Das gibt es doch gar nicht. Lass mich doch durch. Alter, wir werden sterben. Boah, ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich gefangen hier, aber. Schwein ihr habt. Muss ich erstmal weg von den ganzen scheiß Krabben. Verpiss mich jetzt erstmal ganz weit weg hier. Alter Schwede. Aber wir haben ihn noch schon fast down, ne? Und, ob wir den down kriegen. Das sehen wir in der nächsten Folge. Haut rein.